Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 17 mit meiner SGD. Jetzt sind wir in der Transferfolge. Ja, sieht doch relativ nicht schlecht aus. Stopp. Estudiantes Anfrage wegen Vargas. Aha. Wir könnten 5 Spieler verlieren. Danach den Scout entsendet. Philipp Tietz Abschlussbericht. Nö. Du, haben wir noch? Ja. Wird nicht beobachtet. Ist nämlich auf der Leihliste. Wird nicht beobachtet. Du kannst beobachtet werden, meinetwegen. Zu billig. Platte, Felix, Platte. Ja, können wir mal machen. Das ist bestimmt Lacazette. Christian Rosbach. Matanga. Nö. Ich will mal wissen, was der für eine Stärke hat, der Birk. Jung Davidovic. Ne, Rani Khedira, Vidra, Meffert. Ja, kann man machen. Alter, was will ich hier schon für Spieler beobachten? Eras Leon Bailly. Boah, den können wir uns leider nicht leisten. Ich könnte ja mal fragen, ob die ein Tauschgeschäft machen wollen. Ryan Gold. Kannst du alles spielen? Ist verliehen. Scheiße. Die müssen noch alle paar Tage. Mal gucken. Oxford, das wäre eigentlich so Alternative für Innenverteidigung. Und nochmal. Ansonsten würde ich den hier ausleihen. Weil er hat ein relativ hohes Gehalt. Du hast dich entschieden zu bleiben. Piazza. Haben wir den Piazza schon angeguckt? Nein. Boah, natürlich kann ich den mir leisten. Scheiße. Ganz weg. Ja. Balic. Erstmal mal auf die Leute gucken. Haben wir den Gottfried Donner schon angeguckt? So, jetzt haben wir alle angeguckt. So. 1, 2, 3 Tage noch. Henrichs hat jetzt den Abschlussbericht. Erstmal machen wir aber die Trainingseinheit nochmal. Mit den Spielern. Jawohl, Schubert. Wird dann mal eine andere Übung bekommen. Ey, das schon 67 und. Was? What the f. Ist bald wieder auf 68. Yes, man. So, erstmal im Büro. Iwobi. 71. Der wäre auch was. Immer noch nicht. Oh. 67 ist okay. Könnte man eigentlich leihen mit Kaufoption? Beim Reese und beim Henrichs könnte man das ja vielleicht mal auch versuchen. Da muss ich überlegen. Ich würde eigentlich eher auf die eigene Jugend setzen. Ich will doch noch Fußball spielen, der arme Klos. Oh. Leandro Putano. Nö. Lacazette. Was? Brauchst du eine Stürmer? Nee. Kein Interesse. So. Weiter. Oh fuck. Unas. Das wäre eigentlich die perfekte. Also der oder. Wo ist er? Der wäre was für Kutschke-Ersatz. Noma einfach nur so, weil ich die Taktik umstellen will. Ach ne. Nö. Backup oder. Außenmann-Ersatz. Der ist immer noch nicht. Wo ist er? Boah, 68. Nö. Iwobi. Ja. Also Iwobi. Bei. Oder Unas.
sind so meine drei Kandidaten, wo ich mich... wer will weg? Fabian Weber. Einer von den drei Webers will weg. Aber ich bin jetzt noch verpflichtet. Mann, muss man immer so weit gucken. Ja, Weber. Der Fabian. Fabian. Hat ein gutes Potenzial. Irgendwie alle so schlecht. Ich will schon wieder rausholen. Ich gucke jetzt aktuell nur schnell mal aufs Potenzial. Das ist der Jan am besten. Fabian. Auch nicht schlecht, ich biete ihn einfach mal einen Vertrag an. Über 3 Jahre. Als künftigen Stammspieler. Und möchte ihn dann gleich wieder verleihen. 2 Jahre. Oh, das wär's. Jawohl. An den Nationaltoren fährt er umkommen. Wäre ja eigentlich nicht schlecht, aber nö. So. Und Simulation stoppen. Kurs brauche ich nicht, nein. Monatsbericht Jugendmannschaft. Wow! Das ist der, an den wir uns halten müssen. Wir haben einen neuen Innenverteidiger. Und eine French Connection quasi wieder. Noch schlechter geworden. Fabian Weber ist mir ins Gefallen. Jason Vargas, 72. Ja, eigentlich auch was. Zugeklärt, Jugendbericht. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Scouting-Bericht lesen. Ah, hier, 6 Monate gescoutet. Hier sieht man schon, was vielleicht rauskommt. Könnte. Der ist jetzt 1 Monat lang gesichtet worden. Aber offensiv, denn den verpflichte ich. Der hat einen super Gesamt schon gehabt. Ja, die anderen werden rausgehauen, ich weiß. So, boah. Fabian Weber wird ausgetauscht. Wagner. Ja. Das ist der neue, den wir gerade gescoutet haben. Krass, Mann. Jetzt muss ich mir überlegen, wen hau ich hier raus. Eigentlich relativ jung. Ich muss mal meine Abteilung ein bisschen aussortieren. Aber er hat dort dieses empfohlen, El Rondo. Ah. Du sollst eine andere Übung bekommen. Ja, Schubert, du. Empfohlen. Du sollst mal Abschlag und Fangsicherheit verbessern. Du hast das empfohlene schon bekommen. Hauptmann. Mal Hauptmann. Bekommt jetzt was anderes, das andere Rondo. Du kommst mal raus. Ich hab dich drin. Boah, der ist zu groß. Vielversprechender Spieler, na gut. Ja, Netzwerkverbindung, komm. Könnte nicht kommen, Netzwerkverbindung. Hat geholfen. Weiter. Transfers. Spieler verkaufen. Auf der Transferliste, 1, 2, 3, 4. 4
vier Innenverteidiger, aber vier Außenverteidiger. Auf die Transferliste. Kreuzamberg, Kogogia ist auch noch ausgeliehen. Ja. Fluss. Endkommandrei wert. Das ist krass. Haben wir schon mehrere Leute auf 70. Das Droh auch schon auf 70. Training haben wir gerade abgeschlossen. Ja, blöd. So. Gucken, was jetzt kommt. Transferangebot für Marvin Stefaniak. Wir können 5 Millionen verlangen und ich mach daraus 10. 10. Wir 10 haben. Für ihn auf alle Fälle. Philipp Ox. Ja, 66 ist okay und Ries. Platte wird noch beobachtet, wird nicht beobachtet. Off. Devonte Parker, Kleindienst. Ja. Ries. Transferangebot für Marvin Stefaniak. Ja, er bietet schon mal ein bisschen mehr, aber ich will trotzdem meine Zähne haben. Das gleiche Gegenangebot. Und noch ein Angebot für Stefaniak. Für Nantes. Vertrag akzeptiert, so. Jetzt mach ich was ganz Lustiges. Hier, mein Ziel ist ja in der Nachwuchs, ich muss zwei verpflichten. Und die beiden hole ich jetzt hoch, weil ich dann zu wenig Spiele habe. Weil ich sowieso wieder vergesse. Ich werde den hier Vertrag anbieten. Für, da bin ich zwei Jahre, künftiger Stammspieler. Und ihm hier zum auf ZWM. Bieten mal 600. Boah, der künftiger Stammspieler. Weil das sind die beiden Besten hier. Nach dem Jan Weber. Und ich müsste auf Spieler verkaufen noch den Weber auf 2 Jahre Leihliste setzen. Jawohl. Weiter geht's. Sunderland will Storage verpflichten. Ballock. Javo. Naja, mal gucken. Javo. Nein. Du seh. Oh, das möchte ich mir mal wirklich in Ruhe hier alles angucken. Der macht richtig gute Arbeit da. Transferangebot für Marvin Stefaniak. Der ist richtig gut in Form. Der hat eine großartige Form. Du, Dingsbox. Ja. Gut. So, Nils Wagner. Oh, fuck, 10 Millionen sind wohl zu viel, also gehe ich auf 7,5 runter. Das wird bestimmt nur Augsburg das gleiche. Hätten wir noch ein Gegenangebot machen können. Gut, Wagner akzeptiert, jawohl. Boah, 60 München, wirklich 7,5. Ich muss den jetzt für teuer Geld verkaufen, dass ich auch gute Spieler holen kann. Transferangebot für. Oh, die kannst du eigentlich auszapfen hier. 7,5, das ist nur noch 2,5 über dem Marktwert.
und ich trinke zu viel. Was ist das für ein Verein? Schon noch Geld. Weil die Royal drinne stehen haben. Weil bloß weil er unglücklich ist. Jawohl, zwei Spieler für Mark Bucks. Wenn wir über mein Gehalt sprechen. Schon wieder. Sasuna. Longs. Ja, okay. Hä? Wie bitte? Hier, das ist die Aussage. Ah, das ist gut. Jawohl. Das ist das. Boah, Alter. Ja, ja. Steht das? Ja. Dynamo investiert in Nachwuchs. Ja. Oh, egal. Und ich gehe jetzt runter, weil... 3% Steigerung. 10 Gesamtpunkte, scheiße. Scheiße, das wird schwierig. Wenn ich ja Beta auf 71 bekommen. Fuck. Daran habe ich nicht gedacht. Also die müssen nur trainieren. So, jetzt habe ich hier 1, 2. Beta auf 61. Und der eine ist auf 62 jetzt. Also ein Punkt schon mal verbessert. Und Schubert auf 68. Krass. Kann mich schon um Nachwuchs-Torhüter kümmern eigentlich. Aber Dynamo investiert in Nachwuchs. Meffert. Alter, Fahrer. Ach gut, der ist auch erste Liga. Birk. Ja. Wenn er Bene spielen kann. Zeigt großes Potenzial. Ja, mir wurscht. Transferangebot für Marvin Stefaniak. Wieso können sich alle Marvin Stefaniak leisten? Ich bitte euch. Das ist mein Marvin. Wenn ihr mit 5 Mille mitgehen und dann in... Puh. 7 und 68 ablehnen. Ich muss ihn ja verkaufen. Er hat keinen Bock mehr hier zu verlängern. Chelsea will Pierre-Emerick Aubameyang holen. Bitte. Simulation. Ja, gut. Geht doch weiter. Boah, Alter. Die wollen ja auch. Um 5. Komm, HSV, ihr habt doch das Geld. Nur noch ein Stückchen. Komm, gebt euch einen Ruck. Ihr gebt doch sonst für sinnlose Spieler viel Geld aus. Oh. Die haben es immer noch nicht gecheckt. Wenn ihr kein Geld habt, dann bietet nur ihn mit. Welchen Tag sind wir denn jetzt? Morgen 12. Ich hab am 14. Ich werde wohl bei Hamburg zusagen. Wenn sie nochmal ein Gegenangebot machen. Nationaltrainer Fährte Reyes, Hamburger SV. 6,5, ich sag zu. 6,5 Millionen Euro. 5 kannst du maximal ziehen. Nein, danke. Alter, fahr weiter. So, und jetzt kann ich mir einen meiner Wunschspieler holen. Transfers, Spieler, habe ich die schon? Nee. Da. Wunschliste habe ich schon. Oh, ich habe die ist ja voll. Pulisic könnte ich mir holen.
18 Jahre alt und den werde ich mir auch holen. Auf der Leihliste. Schutzleihe. Ich hab 3,8 Millionen. Kohle hab ich. Macht euch keinen Kopf. Oder an. Boah, Miri ist ja. Emre Mor. Auch wenn es Stürmer, also ist immer, egal wie schwer es also, ist, ausweichen, aufgeben, kam ihm Frage für dich. Ich will dich nie mehr traurig sehen. Oh, Dejan Lovren wechselt zu Inter. Oh, Ziel. Ja, wieso? Ich will dich nie mehr traurig sehen. 60, braucht das Geld da, Jungs? Ach, da hat hier Islike wieder her. Wo sind da schon aufgelassen? Ich hab doch hier zwei Jugendspieler, die ich fördere und fordere. Ich hoffe bloß, die entwickeln sich gut. Sei lieb zu deiner Mama, denn du hast nur eine. Alvarez, ja, pff. Ich hab ein Hamburgers V. Alter, Utrecht hat sogar das Geld, um mitzubieten. Was läuft denn hier ab, ey? So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Alter. Ey, was ist denn hier los? Was läuft denn hier ab? Alle wollen... Wir melden uns in Kürze, also haben wir uns so gut wie sicher. 3,8 Millionen ist es ja hier. Portokas jetzt durch Stefaniak. Ja, wir haben Stefaniak verkauft. 4,7 kriegen wir nur auf unser Konto, also war das mit den 3,8 Kronen schlecht geschätzt für Pulisic. Ja, aber was soll's? Also, wir könnten da nicht viel ändern. Für Patrick Wiegers erhalten. Wenn dann denn schon. Ihr habt zwar Knaller und ist ja eigentlich. Du hast zwar Portugal abgegrast, aber wurscht, wurscht. Jawohl. Dankeschön. Bestätigen. Jawohl. Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich simuliere noch ein bisschen vor. Bis zum nächsten Mal.